Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Crown Zone 2. Stopp! Bevor der hier irgendwas macht, kann ich euch eine freudige Nachricht mitteilen. Wie ihr seht, liegt hier einiges an Werkzeug da. Und zwar genau für diesen Zug hier. 124 Werkzeuge liegen da. Der transportiert die Werkzeuge von hier nach da, zu diesem Umschlagplatz und weiter nach hierhin. Und das scheint gut zu funktionieren. Und zwar so gut, dass wir jetzt den hier verlängern sollten. Also der liegt schon so viel da und der kann nur 54 transportieren. Ich würde sagen, da machen wir ein bisschen mehr. Weil wir haben ja letztes Mal diese Flugzeuge ausgetauscht, die jetzt pro Flug oder pro Flugzeug schon alleine 51 Werkzeuge hier ablegen. Also, und der kann nur 54 transportieren. Das heißt, ja, wir machen den jetzt mal ein bisschen länger, würde ich sagen. So, komm mal her. Kommen Sie mal her. Mal ein bisschen größer machen. Ich würde sagen, wir machen wirklich mal 90 Kapazität drauf. Ich weiß nicht, ob das nicht zu viel ist vielleicht. Oh, das sieht aber klasse aus. Bordeaux-Rot in Anhängern und in Zugmaschine. Das ist schon feini, oder? So, wunderbar. Jetzt kannst du alles aufnehmen und mitnehmen. Ja, das ist schon sinnvoll, dass wir den jetzt ein bisschen verlängert haben. Wir haben auch seine Fahrt verlängert von hier bis ganz da hinten hin. Also das ist, glaube ich, schon richtig. Apropos, hier fährt unser Billy und der ist voll beladen mit Werkzeug. Und da hinten liegt immer noch Werkzeug rum. Ja, aber es geht. Meine Güte, das ist alles aufgestückelt hier. Okay, also wunderbar, das haben wir gemacht. Und das habe ich vorhin ein bisschen rumüberlegt, was wir heute weitermachen wollen, liebe Leute. Lange, lange offen ist ja schon, oder ist immer noch, diese Warengeschichte hier hinten. Es wundert mich, dass das noch nicht zugemacht worden ist, hier diese Warenfabrik. Wir haben das schon längst vorbereitet. Wir bekommen theoretisch Kunststoff, aber das, ja, ihr seht, das läuft nicht besonders gut. Hier kommt nicht so viel an. Stahl müsste sehr gut funktionieren. Da haben wir wirklich genügend von da. Meine Güte. Cola haben wir schon wirklich da, oder? Unfassbar. Also das ist alles da. Wir haben es halt nur noch nicht benutzt, weil auch das Problem war, dass bisher nicht genügend Öl angekommen ist. Und ich hoffe... Oh. Oh. Ich hoffe doch sehr, dass jetzt mittlerweile dadurch, dass wir mehr Öl per Flugzeug verschiffen... Sagt man das verschiffen? Per transportieren. Dass es hier auch, dass hier auch mehr ankommt irgendwann. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier los ist. Warum? Warum liegt hier so viel rum? Es versickert nichts, aber... Ja... Das sind die, die zur Kunststofffabrik fahren. Ja, das Schiff ist eben erst angekommen. Das macht sich erst vom Acker da hinten. Deswegen liegt hier so viel rum. Rate 108. Weiß ich auch nicht. Wir tauschen die mal aus. Also die sind mir auch zu unmodern. Das muss ja auch ein bisschen repräsentativ sein. So, jetzt her damit. Und langsam sind wir auch in einem Bereich, wo wir denen wieder eine bessere Wartung verpassen können, weil die ja nicht alles mit ihrem Dreck verpesten sollen. So, was haben wir da noch? Sprit für Francisco. Das ist... Ja, das ist die Stadt da hinten. Ist das der? Ja, das ist der. Rate 162. Da könnten wir mal gucken, wie das hier aussieht, wie viel denn da bekommen. Francisco 48. 54. Ja, knapp. Knapp 100 bekommen die. Also eigentlich muss es passen. Hier kommt irgendwann die nächste Ever Given. Die ist auch ganz gut beladen und die wird es hier rausballern. Na, das macht das halt ordentlich voll. Aber wir müssen gucken, dass wir hier für Fitz selbst das besser abtransportiert bekommen. Weil das liegt jetzt hier schon Ewigkeiten rum und wird nicht transportiert. Warum? Oh. Weil es nur ein kleines Fahrzeug ist. Ich sehe schon. Ja, ja, komm, dann machen wir das mal. Wir verdoppeln das mal. Massenklonen. Na gut, okay. Also ein großes Problem ist halt die ganze Zeit schon, dass wir einfach nicht genügend Öl darunter bekommen. Das ist immer noch dieses eine Schiff, die Alhambra. Und die hat es anscheinend noch nie geschafft, einmal komplett voll zu fahren. Warum? Weil dann viel zu wenig liegt. Aber ich überlege mir auch, es könnte sein, dass sich das hier verbessert, sobald... Ja, sobald es auch wirklich benutzt wird da hinten. Also das geht ja, das versickert ja sozusagen. Die produzieren zwar Kunststoff, aber es wird nichts damit gemacht. Sobald wir das vielleicht in die Warenfabrik liefern, wird es sich vielleicht ändern. Ansonsten müssen wir gucken, dass hier mehr Öl hinkommt, weil es fehlt einfach Öl anscheinend. Ja, es fehlt einfach Öl. So, na gut, was haben wir hier? Der hat Bretter dabei. Und der hat Ziegel dabei. Und Werkzeug. Von wo kommt denn der? Der kommt, der muss kommen aus San Petty Houston von hinten. Weil der hat ja Ziegel dabei, oder?
Ja, keine Ahnung, von wo der kommt. Doch, muss er ja. Muss er ja. Er kommt von hier, landet hier zwischen. Ah, ne, weiß ich nicht. Vielleicht kommt er auch von der anderen Seite. Keine Ahnung. Was macht denn der jetzt? Hat Werkzeug und Ziegel ausgeladen. Und jetzt will ich wissen, wo der hingeht. San Sponsolino. Also er kam tatsächlich mit Ziegel beladen aus San Petty Just. Aber warum hat er dann Werkzeug dabei? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wieso? Und wieso? Wieso liegt hier Öl und wieso liegt hier Werkzeug? Warte. Ich gehe kaputt. Man muss ja doch echt alles verbieten, diese Trotteln. Gut, also er soll hier gefälligst... Er soll nur Ziegel mitnehmen. Aber er hat auch Werkzeug dabei. Warum? Wie kann das sein? Und er hat auch... Also irgendwie liegt da auch Öl. Und ich weiß nicht, warum. Wie das da hinkommt. Ich gehe kaputt. Gut, also da müssen wir unserer schönen Bordeaux-roten Linie hier... Ich hab's halt mit Bordeaux, oder? Der hier. Müsste der halt sagen, dass der nirgends was mitnehmen darf. Halt, Moment mal. Ah! Hier habe ich es gar nicht ausgestellt. Gar nicht wahr! Okay, also er soll nur Ziegel laden. In Gottes Namen jetzt. Der hat anscheinend alles geladen gehabt. Okay. Gut. Also ich denke, wir machen heute tatsächlich mal diese Brücke. Wir wollen endlich diese Warenfabrik in Betrieb nehmen, weil eigentlich vor vielen, vielen Folgen war unser Plan, dass wir jetzt als nächstes von diesen beiden Städten hier richtig pushen, weil die schön zusammenwachsen sollen, sofern es geht, auf dem Wasser. Gewachsen ist bis jetzt bloß San Sponsolino und Andy will Krebs da irgendwie rum, aber sobald die Waren bekommen, glaube ich, wird es da auch besser werden. Und dann ballern wir den Flughafen noch größer hier. Wir machen noch mehr Flugzeuge auf dem Flughafen. Oh Gott. So, was kommt da für einer? Einer, der richtig viele Bretter geladen hat. Ah, das ist fein. Fein, fein. Gut, aktuell wird anscheinend noch nicht genügend transportiert. Warum? Ist. Warte mal. Ja, warum? Wird doch alles abgeholt. Der hat auch Werkzeug dabei. Na gut. Also, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg mit den Brettern. Wir haben hier schon vor Ewigkeiten nach der Brücke geschaut. Das wird eine Brücke werden und die wird hier drüber gebaut werden. Und da werden LKWs drüber fahren. Stau haben wir hier. Oh. Haben wir ein bisschen Stau? Achso, was? Warum? Warum ist hier Stau? Ja, im Ernst, warum halten die hier an? Weil sie so unfassbar doof sind. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wollen das hier vielleicht ein bisschen verbreitern? Damit das hier auch nicht mehr so ein Problem gibt? Weiß ich nicht. Vielleicht geht es da weiterhin. Ach, geht nicht. Dann halt nicht! Aber im Ernst, warum halten die hier an? Ja, warum halten die da an? Ich verstehe es nicht. Und deswegen gibt es Stau. Aber nicht jeder hält an. Manche halten fast richtig an und manche fahren auch irgendwie so ein bisschen durch. Ah, die meisten halten an. Ja, bei solchen Sachen hoffe ich eigentlich immer, dass sich das von alleine erledigt, aber der Stau war kürzlich noch nicht da und jetzt ist er da und vielleicht haben sie auch ein Problem mit dem Abbiegen. Hier müssen sie auch wieder runterbremsen. Na gut, wir werden das jetzt einfach mal ignorieren, oder? Wir ignorieren das und bauen unsere schöne Brücke. Ui, wir haben wieder Geld. Das ist ja der Wahnsinn. Das trifft sich gut, denn wir brauchen das Geld jetzt. Da könnten wir sogar Aurora per Fernbus endlich mal anbinden. Ja, das ist ja auch der nächste Weg hier. Das gibt einen echten Fernbus hier. Da runter, über diese wunderbar schicke Brücke und hier drauf, da drauf. Das macht die Situation hier nicht besser. Wenn wir jetzt hier eine weitere Fahrzeuge drauf lassen, die dann hier abbiegen wollen, nach links und nach rechts. Das macht die Situation nicht wesentlich besser hier. Egal, wir lieben ja Stau. So, das, Moment mal. Kann sich das überhaupt vergrößern, theoretisch? Oder habe ich das jetzt hier eingebaut? Wir reißen es vorab. Also wir brauchen jetzt hier eine Straße, die hier entlang führt. So. So. Dann machen wir erstmal die Straße dahin. Ja. So, gucken, dass wir hier ordentlich vorbeikommen. Vielleicht machen wir erstmal diese Straße hier. Ja, irgendwie ist da unsichtbar schon die Kunststofffabrik.
So. Interessant, das ist hier eine stadtinterne Straße ist hier. Warum brauchen die das? Auf jeden Fall brauchen wir nicht mehr so viele Busspuren. Kann man wegmachen. Ach Gott. So geht's einfacher. Keine Busspur! Jetzt. Okay. Oh, halt, stopp, das habe ich jetzt immer noch kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Wir können es ja trotzdem wieder dahin bauen. Sieht ja ganz schick aus. So. Gut, alle zufrieden? Dann können wir jetzt diese Brücke bauen. Alter. Das kann was werden hier, diese Brücke. Schauen wir mal, was daraus wird. Die muss da natürlich gerade sein und sie muss die... Oh Gott, ey. Ob das irgendein Bauer genehmigen würde hier. Sie muss natürlich die an der schmalsten Stelle rübergehen. Oder schmale Stellen sehen wir hier nicht. Ja, so schmal ist es nicht. Ach du Schande, ey. Oder wir machen erst die Brücke. Und dann schließen wir das an. So. Kostet nur 40.000, ja, ist klar. Klar. Aha. Wow. Ja, also das, das sieht geil aus. Lohnt sich. 10 Millionen ist, glaube ich, sehr optimistisch für so ein Bauwerk, oder? Aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Jo, alles klar. 10,1 Millionen, wunderbar. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Brücke haltet. Ich habe ja schon mal danach gefragt. Und Meinung bekommen, es wurde sich eine Brücke gewünscht und jetzt haben wir diese Brücke. Also, ich denke, es wird euch schon zusagen, oder? Also, die ist auf jeden Fall krass, die Brücke. So, dann bauen wir jetzt hier mal weiter. Ich weiß immer noch nicht genau, ob wir wirklich die Leute aus Aurora mit ihren beknackten Autos hier rüberfahren lassen sollen. Ich kann es ihnen aber, glaube ich, nicht verbieten. Also, sie werden es machen. Ich werde eine Busverbindung hinmachen irgendwie. Ich hätte die Busverbindung eigentlich lieber... nach Francisco, weil wir dort einen Zuganschluss haben. Weniger gerne nach Ficinetti, was ja eigentlich auch nur so eine Peripheriestadt ist. Aber dann müsste er vielleicht gucken, dass wir da hier schon voraus irgendwie sowas hier machen vielleicht. Aber, ja. Oh Gott, was ist hier schon wieder los? Jetzt gibt's hier auch Stau. Was macht ihr denn? Alle ab in den Knast. Oder vielleicht gleich unter die Guillotine. Ah, warum ist das so? Jetzt wollen die alle die Spur wechseln, weil sie einfach so... Achso, jetzt tun sie vielleicht schon, weil hier diese Busspur ist. Vielleicht machen die mal einfach weg, die Busspur. Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter. Ein Leben ohne Busspur. Was haben wir da? Eine Ampel! Also echt, ey. Weg damit. So, jetzt... Ja, jetzt sind sie völlig verwirrt hier. Naja, gut. Also, diese Situation hier wird uns immer wieder noch ärgern, glaube ich. Ja. Also, wenn wir da jetzt einen Bus hinmachen, der hier rüber fährt, da werden wir hier Probleme bekommen. Weil die müssen auch noch einfädeln. Und das klappt ja hier schon irgendwie nicht. Kann man das nicht verbessern hier? Das... Man kann das nicht ausbauen. Ich würde das gerne ausbauen. Das würde uns, glaube ich, sehr helfen. Das geht leider nicht. Da müsste ich dann hier mal abreißen und gucken, was passiert. Soll man das machen? Das würde mich wieder in Teufelsküche bringen, aber ich werde es suchen. Oh. Oh. Wo ist es jetzt hier? Da gibt es nicht mal einen Ansatzpunkt. Ich gehe kaputt, ey. Achso, okay, das war... Das war viel zu lang hier. Dieser Zipfel ist viel zu lang. So, jetzt sieht das mal ganz nett aus. Jetzt können die sich hier einfädeln. Ich bezweifle, dass es funktioniert, aber wir werden es mal einfach gucken. Ampel kommt natürlich weg. Die fahren jetzt wahrscheinlich, diese Trottel fahren jetzt bestimmt wieder auf die rechte Spur. Nee, tun sie nicht. Vielleicht fahren sie auf die linke Spur. Ja, tun sie. Ich hasse euch alle. Tun sie nicht. Ich hasse sie doch nicht. Wieso?
Aber diese Idioten hier fahren auf, die linke Spur. Also das ist. Also das ist wirklich. Oh, das ist so ästhetisch. Das kann ich mir die ganze Zeit angucken. Richtig schön. Na gut, also das funktioniert und das sieht wirklich auch ganz gut aus. Ich überlege, sollen wir das hier noch fortsetzen? Das ist ein bisschen verlängern da noch. Weil jetzt kommt es hier irgendwie zu Stau, weil die. Weiß ich auch nicht. Ja, die müssen auf die linke Spur irgendwann. Wir lassen es mal so. Na gut, wenn wir jetzt auch noch hier mit dazwischen funken und da irgendeinen Bus drauf machen, der jetzt da langfahren will, dann ist die Katastrophe perfekt, glaube ich. Ich überlege gerade, ob wir den wirklich, ob wir den verbieten können, den Privatverkehr, dass der hier langfährt. Ich weiß nicht, ob wir das können. Also wenn wir das jetzt alles so Busspuren machen, das, dieses hier und dieses Stück. Kann sein, dass sie da nicht langfahren, aber es kann auch sein, dass sie es trotzdem tun, weil sie sich an nichts halten. Weil sie keine Regeln kennen. Wir können es mal probieren und riskieren. So. Schade, das ist keine Linksabbiegerspur geworden hier. Sehr traurig. Da. Alex, was tust du denn? Okay, wir werden das eben ausbauen. Mit Busspur. Den, damit ganz subtil verdeutlichen, dass sie da nicht langfahren dürfen. Mal gucken, ob sie sich dran halten. Liebe Leute, wir machen an dieser Stelle Schluss. Und wir bauen diese Straße da hinten zu der Warenfabrik nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.